Klaus trifft Frauenfußball. Gespräche und Interviews. Respektvoll, informativ, cool. Viel Spaß mit meinem Gast. Eine neue Folge Klaus trifft Frauenfußball. Heute habe ich einen Gast aus Essen. Das ist die Anja Pfluger. Anja Pfluger ist bestimmt vielen bekannt von Bayern München und vom ganzen FC Köln. Und jetzt spielt sie bei der SGS Essen. Herzlich willkommen bei meinem Podcast, Anja. Ja, hi, danke, dass ich da sein darf. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast, dass auch das Essen, das so, also sofort eben halt bewilligt hat. Das ist bei euch also sehr unkompliziert. Und das macht die Sache natürlich für eine ehrenamtliche Arbeit auch ein bisschen einfacher. Ne? Also, ja, Anja, fangen wir doch mal an. Du bist ja noch sehr jung, aber trotzdem, ja. Ne? Du hast ja mal angefangen, Fußball zu spielen. Und wo hast du angefangen? Wer hat dich animiert zum Fußballspielen? Also angefangen habe ich bei mir in der Heimat. Ich komme hier ursprünglich vom Bodensee. Und angefangen habe ich da in der Tat bei einem Mädelsverein. Durch eine Freundin bin ich zum Fußball gekommen, die dann einfach mal gesagt hat, okay, komm doch mit. Und dann bin ich einfach mit ins Training und seither bin ich vom Fußball nicht mehr weggekommen. Genau. Angefangen habe ich, wie gesagt, bei den Mädels und dann ging es weiter. Ja, das waren dann doch in der Tat 2, 4, 6, 7 Jahre bei den Jungs. Bis ich dann direkt im Anschluss zum FC Bayern gewechselt bin. Ja, du hast ja auch mit einer Ausnahmegenehmigung weitergespielt. Ne? Kann man nachlesen. In der D-Jugend beim VfB Friedrichshafen, ne? Bodensee. Genau. Wie war das denn so mit den Jungs? Ja, also ich fand es recht unkompliziert. Die Jungs waren sehr, sehr offen auch für das, dass ja zu der Zeit dann auch Mädels bei den Jungs gespielt haben. Das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich. Jetzt, ein paar Jahre später, ist es natürlich ein bisschen ja, einfacher und genau, deswegen, die Jungs waren sehr offen und hat richtig Spaß gemacht. Hast du denn auch mal Sprüche reingekriegt von den Jungs? Ja, manchmal schon, aber das hat sich dann relativ schnell gelegt. Hast du denen einen mitgegeben? Nee. Nein? Nee. Kein Spruch. Wie haben die anderen Jungs dich denn beschützt? Wie das so üblich ist, dass du ja sagst, lass unsere Anja in Ruhe. Ja, manche schon. Ja, guck mal, wer da unten ist. Oder oben. Hi. Kennt ihr euch? Hey, wie geht's? Ja, wir kennen uns. Ja, die Adriana, die ist bei uns in dem Frauenfußball-Talk-Team. Und die hat ja mit dir zusammengespielt. Ich hab's da eingeladen heute. Das ist eine kleine Überraschung. Ja, schön. Schon lange nicht mehr gesehen. Adriana ist im Augenblick in England und studiert dort weiter, ne, Adriana? Genau, ich schaue mir hier mal ein bisschen so an, wie die Frauenfußballliga hier funktioniert im Vergleich zur Bundesliga in Deutschland. Und das ist sehr interessant, Unterschiede zu sehen und ja, auch das. Die Entwicklung, die hier vor allen Dingen seit der Europameisterschaft aufgetreten sind. So, Adriana, wir sind schon angefangen so ein bisschen und die Anja hat erzählt, wie sie mit den Jungs zusammengespielt hat und ihre Erfahrung, die ersten Erfahrungen mit dem Spielen mit den Jungs. Sie hatte da keine Probleme. Wir wollen uns ein bisschen abwechseln mit den Fragen an Anja. Und du als Sportjournalistin, ne? Du hast ja bestimmt sehr gute Fragen. Würdest du da reingrätschen wollen bei dieser? Ja, gerne. Wenn ihr jetzt vor allen Dingen über Fußball bei den Jungs geredet habt, dann vielleicht, wie du dann wirklich zu Bayern in die zweite Mannschaft gekommen bist, dieser Übergang, wie du den wahrgenommen hast. Naja, also im Endeffekt dürfte ich ja noch ein Jahr A-Jugend spielen bei den Jungs, weil ich ja diese Sondergenehmigung hatte. Und dadurch, dass es ja dann, ja, wenn den Frauen keine A-Jugend gibt, ne, weißt du ja selber,
ging es dann halt weiter zu Bayern und das ging dann über meinen damaligen Berater. Und im Endeffekt, ja, war der Übergang eigentlich nicht so wirklich schwer, will ich sagen. Weil, ja, mit den Jungs hat man natürlich dann schon auch ein gutes Niveau und dann ging es halt bei Bayern ja damals ja in der zweiten dann weiter. Ja, wenn man jetzt mit der A-Jugend, das ist natürlich sehr ungewöhnlich, finde ich. Das ist ja schon ein Alterssprung. Wie ist man da zurechtgekommen mit diesen großen, körperlich starken Jugendlichen? Ja, irgendwie muss es ja klar gehen, ne? Das war ja auch nur ein Jahr und viel gespielt habe ich in der A-Jugend nicht, muss ich zugeben, aber das ganze Training hat mich natürlich dann schon auch weitergebracht, ne? Okay. Aber es wird dich weitergebracht haben, dann bist du ja gewechselt zum FC Bayern München, ne? Und dann habt ihr euch getroffen beim FC Bayern München, die Adriana und du. Adriana, weiter geht's mit deinen Fragen an deine ehemalige Mannschaftskollegin. Ja, genau, also wie hast du das dann auch so mitbekommen? Also ich meine, gerade du hast ja sehr lange für die zweite Mannschaft gespielt, diese Entwicklung, die dann auch die Frauenfußballabteilung durchgemacht hat, unter anderem auch von der Sevener Straße, das da trainiert wurde und dann zum Campus. Ja, also im Endeffekt hat sich in den Jahren dann, ich glaube, der Campus wurde ja, glaube ich, 2016, 17 irgendwie sowas eröffnet. Hat sich da natürlich schon sehr, sehr viel geändert. Durch das ist es natürlich auch professioneller geworden. Man hatte alles an einem Standort, man hatte viele Möglichkeiten, um eben mehr Kraft zu machen, sich zu regenerieren und halt auch, ja, wie gesagt, an einem Standort halt alles zu haben, dort auch zu trainieren. Und dann hat sich im Staff natürlich auch einiges geändert. Auch, wie gesagt, ist halt, ja, dann alles immer größer und größer geworden. Also das hat dann schon so in meinen Augen, ja, den Switch irgendwie gegeben von, ja, ich will jetzt nicht sagen halb professionell, aber du kennst es ja selber, wie es ja damals dann an der Sevener oder in Aschheim war, zu dem Sprung dann eben am Campus. Ja, das hat schon viel geändert, weil halt alles, wie gesagt, professioneller geworden ist und man kann halt einfach individuell auf die Spielerinnen dann eingehen und aufs Team und das, ja, ist dann schon viel wert. Gleichzeitig hast du dich ja da auch richtig gut entwickelt beim FC Bayern, unter anderem ja auch die dann Kapitänin von der zweiten Mannschaft geworden und dann auch die zweite Bundesliga gewonnen. Da durfte ich ja auch dabei sein. Das hat mich sehr gefreut. Wie war das denn für dich, was bedeutet das für dich, der FC Bayern und was der Verein bedeutet für deine Karriere? Naja, im Endeffekt bedeutet mir der FC Bayern natürlich sehr viel, dadurch, dass ich ja dann 9 Jahre in München oder halt auch bei Bayern, also in München gelebt und bei Bayern gespielt habe. Ne? Das war ja dann nach dem Abi oder während des Abiturs natürlich dann auch immer schon nach München gependelt und danach dann halt die Bachelor und den Master dort gemacht. Und im Endeffekt war natürlich Bayern schon ein großer Teil meiner Entwicklung. Ne? Wenn du da 9 Jahre verbringst, dann ist es ja irgendwo auch logisch, dass dieser Verein dich auch prägt mit all seinen Werten und genau deswegen würde ich schon sagen, dass Bayern und auch München dann irgendwo so auch zu der zweiten Heimat dann geworden ist. Du hast ja gerade schon angesprochen mit dem Studium nebenbei. Wie hast du das immer vereinbaren können, weil ja doch ja 3 bis 4 Mal die Woche Training war und dann danach gleich Studium, Master dann auch. Wie hast du das so miterlebt? Also im Endeffekt war es ja schon so, dass wir mit der zweiten ja dann eigentlich eher nur abends trainiert haben. Und dadurch war das jetzt im Studium eigentlich überhaupt gar kein Problem. Wenn man halt dann mit den ersten trainiert hat oder dann gegen Ende ja auch immer dort oben war, dann war es ja schon ein bisschen schwerer, würde ich mal sagen. Aber da war ich dann mit meinem Master schon relativ weit oder fast dann auch fertig, sodass es dann auch wirklich kein Problem ist. Also man kriegt das schon alles unter einen Hut, wenn man das halt dann unbedingt auch will. Aber du hast sehr viel Präsenz auch gehabt, ne? Du musstest auch bei der Uni erscheinen, ne? Oder? War ja kein Fernstudium, ne? Wie bitte? War ja kein Fernstudium, was du gemacht hast. Also musstest du auch bei den Vorlesungen sein. Ja, genau, aber also zu Bachelorzeiten waren die Vorlesungen dann schon so fix, die man dann auch belegen musste. Aber wie gesagt, das war ja dann zur Zeit, wie ich ja überwiegend bei der zweiten war. So war das jetzt eigentlich, da war es jetzt eigentlich überhaupt gar kein Problem. Im Master ist es ja schon dann auch immer individueller, dass man sich seine Zeiten dann legen kann und
Ja, da ist natürlich auch viel Eigeninitiative dabei, auch mit den Seminaren und so. Deswegen war das da eigentlich überhaupt gar kein Problem. Jetzt bist du über Köln nach Essen. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen mehr um Essen bemühen. Das ist ja ein echter Ausbildungsverein, dafür ist er bekannt. Was hat dich bewegt, von Köln nach Essen zu wechseln? Naja, im Endeffekt die Tatsache, dass Essen schon auch ein sehr familiärer Verein ist. Also man kann das schon auch vergleichen mit Bayern dann irgendwo so. Aber die Strukturen dort sind natürlich dann auch noch mal ganz anders, dadurch, dass es ein reiner Frauenfußballverein ist. Was mich aber erinnert hat, bewegt hat, war einfach diese Arbeit mit den jüngeren Spielerinnen. Also dadurch, dass man die jüngeren Spielerinnen dann halt auch prägen kann und denen viel auf dem Weg mitgeben kann, also persönlich privat als auch auf dem Platz. Und genau, also das war so eigentlich das Hauptding, das mich dazu bewegt hat, zu Essen zu gehen. Wie ist da im Augenblick so die Stimmung, der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft? Ihr habt ja eine schwere Situation im Augenblick zu bewältigen. Ja, das definitiv, aber die haben jetzt ja auch diese Saison schon einiges erreicht, würde ich jetzt mal so sagen. Das Ziel ist natürlich so schnell wie möglich den Klassenerhalt dann zu schaffen, aber im Team und auch mit Staff und allem Möglichen. Also da ist die Stimmung schon echt gut. Wir verstehen uns alle gut. Es gibt auch gar keine Grüppchen oder sonst irgendwas. Und ja, die Stimmung im Team, würde ich sagen, ist schon sehr gut. Also der Zusammenhalt ist da durchaus auch vorhanden und ich glaube, das ist dann irgendwo auch, ja, dann ja, das Mittel zum Erfolg dann irgendwo auch unterm Strich dann. Ja, ihr habt ja einen guten Mix, ne? Zwischen ganz Jungen und etwas Älteren, ne? Genau, also Also. ich habe schon sehr, sehr viel Junge, aber ich, ja, doch auch nicht so wenig Ältere, würde ich mal sagen. Also die Mischung ist ganz cool. Und natürlich dann auch Spielerinnen, die halt dann so um die 21, 22, 23 sind. Genau. Ja, so Vivien Endemann ist ja mit einer der Jüngsten, ne? Also. Ja, aber sie ist 21, ja. Und es gibt auch noch welche, die erst 18, 19 sind. Ja, okay. Wer tut sich denn da besonders hervor? Ist der Herr Höger derjenige, der die jungen Spielerinnen so ein bisschen an die Hand nimmt und führt? Ja, genau. Also der Trainer, der ist schon jemand, der viel auf jüngere Spielerinnen setzt und die dann natürlich dann auch ja pusht und halt das Vertrauen auch dann wirklich auch gibt. Genau. Aber das ist ja in jungen Jahren dann wirklich auch sehr, sehr wichtig, dass man auf seine Spielzeit kommt und dass man natürlich sehr viel Rückhalt spürt und dann kann man ja mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen die Spiele angehen und dann entwickelt man sich natürlich auch anders, wie als wenn man jetzt ja da nicht irgendwie gefordert und gefördert wird. Ja, Förderung, Rückendeckung auch mal, wenn man schlecht spielt, aufmunternde Worte vom Trainer und nicht niedermachen, ne? Ja, Adriana, reingrätschen. Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, Essen steht ganz gut da, gerade in der Tabelle, auch mit ein bisschen Abstand zu den Abstiegsplätzen. Was ist denn da dein persönliches Ziel oder auch für die Mannschaft, für den Rest der Saison? Naja, also jetzt haben wir ja 14 Punkte aktuell. Jetzt kommen natürlich die Gegner wie Freiburg, Frankfurt, Hoffenheim bis zur Länderspielpause, wo man natürlich auch sagen muss, ja, dass man natürlich jeden Punkt irgendwie mitnimmt, der geht. Andererseits kannst du jetzt natürlich auch ja nicht so viel erwarten, wie als wenn du jetzt gegen die direkten Konkurrenten spielst. Aber ich denke, diese Phase müssen wir so gut wie möglich überbrücken, um dann halt die Spiele anzugehen, die wir auf jeden Fall ja teilweise gewinnen müssen oder auf jeden Fall punkten müssen. Und deswegen ist das Ziel der Mannschaft halt auf jeden Fall, wie gesagt, so früh wie möglich dann den Abstieg oder den Nicht-Abstieg fix zu machen. Genau, und dann ja die Saison auch positiv zu beenden. Und natürlich ist persönlich dann das Ziel, so viel wie möglich auf dem Platz zu stehen, um halt dann auch den jüngeren Spielerinnen ja oder dem ganzen Team irgendwie zu helfen, das Ziel dann irgendwo auch zu erreichen. Natürlich geht es dann natürlich auch darum, irgendwie im Training dann Zeichen zu setzen und die Spielerin auch an die Hand zu nehmen. Aber ich denke, das machen wir alle zusammen auch echt wirklich gut. Ja, das ist ja wichtig, dass das ganze Team, ne, da zusammenhält. Das ist ja die Kraft, die Energie, die im Abschiedskampf dann wichtig ist, ne? Wie sehr stinkt das in Anführungsstrichen
der Mannschaft, den Spielerinnen, diese ständigen Unterbrechungen in der Meisterschaft. 2 Spiele spielen, 2 Wochen Pause, 3 Spiele spielen, wieder Pause. Naja, im Endeffekt gehört es ja dazu. Also wir kennen es nicht anders und ist natürlich schon so, dass wenn man eine gute Phase hat, dass es dann ja manchmal ein bisschen bitter ist, dass dann die Länderspielpause kommt. Andererseits, wenn du negative Phasen hast, dann ist es manchmal ganz gut, dass die Länderspielpause kommt. Aber wie gesagt, im Endeffekt gehört es einfach dazu, diese Pausen, und man muss es halt nehmen, wie es dann unterm Strich kommt. Okay. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Schule, Studium und so weiter gesprochen. Wie sieht ein Tagesablauf aus von einer Profispielerin? Jetzt aktuell dein Tagesablauf. Morgens 7 Uhr aufstehen und dann... Ja, genau, morgens in der Früh aufstehen. Dann, je nachdem, ein bisschen Mobi-Shabi Prävention machen. An manchen Tagen haben wir natürlich auch morgens Training, dann fährt man direkt ins Training und macht seinen Teil. Ansonsten, genau, ist das Training dann ja bei der SGS eher so gegen 16, 17 Uhr. Nicht so wie jetzt bei vielleicht anderen Vereinen, weil natürlich auch viele Berufstätige sind oder Schüler, Schülerinnen. Und ja, genau. Also speziell abgestimmt, euer Trainingsplan auf Studenten, Schülerinnen. Ja, mehr oder weniger schon. Also es gibt halt Menschen oder Spielerinnen, die können dann morgens am Training teilnehmen und manche dann halt auch zwangsläufig halt nicht. Ja. Okay. Diana. Vielleicht um nochmal so ein bisschen auf Fußball zurückzukommen, gerade weil man eben so viel Zeit da rein investiert, was macht dir denn da am meisten Spaß beim Fußballspielen? Naja gut, unterm Strich natürlich dann auf dem Platz zu stehen und die Spiele zu spielen. Ich glaube aber, dass jede Fußballerin irgendwie am meisten Spaß macht. Also ich weiß nicht, wie es dir erging, aber unterm Spiel natürlich wirklich auf dem Platz zu stehen, ja. Dann auch zu gewinnen natürlich. Ja, das kommt natürlich dann dazu, klar. Was sind denn die größten Herausforderungen, Schwierigkeiten, denen du als Fußballspielerin begegnest? Puh, das ist eine gute Frage. Kann ich jetzt pauschal, glaube ich, gar nicht so wirklich beantworten, ne? Also weiß ich gerade nicht so eine eindeutige Antwort drauf, muss ich zugeben. Gar nicht so schlimm. Ich möchte auf ein Thema jetzt mal zurückkommen. Wir hatten ein Telefonat kurz darüber gesprochen. Es kam ja mal der Tag, da hast du eine Nachricht bekommen, dass du krank bist. Mhm. Du hast die Leukämie gehabt. Wie war das damals als Fußballerin, als junges Mädchen, diese Nachricht zu bekommen? Naja, im Endeffekt weiß man natürlich am Anfang gar nicht, wie man damit umgehen kann oder soll. Im Endeffekt war, ja, als ich 14 war, bekam ich ja die erste Diagnose, wusste ich im Endeffekt zu der Zeit gar nicht, was ist es überhaupt. Das ging natürlich dann meinen Eltern anders, aber im Endeffekt, ja, wie gesagt, wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Im Endeffekt habe ich mich nie wirklich gefragt, warum ich, weil im Endeffekt macht es auch gar keinen Sinn, sich das dann, also die Frage zu stellen. Von dem her, ja. Gut, aber jetzt hast du diese Diagnose bekommen, du hast dich dagegen gewehrt, hast auch erfolgreich die Sache überstanden, so wie man das vernehmen kann. Da gibt es doch, wenn man Sport und so eine Erkrankung hatte oder hat, gibt es bestimmt Regeln, wie man sich ja beim Sport verhalten muss, soll. Nee, im Endeffekt nicht. Also man muss natürlich schon nach der Krankheit schauen, dass man dann, also wenn man wieder gesund ist, dass man halt sich dann wieder komplett aufbaut, weil du fängst ja im Endeffekt von null an. Ja, sich halt wieder ins Training reinzufuchsen und dann die Fitness aufzubauen, für das, dass es halt dann wieder auf dem Platz weitergeht. Aber groß was beachten muss ich da jetzt nichts, ne? Also. Also beeinträchtigt dich auch heute nicht in deinem Ablauf. Nee, das auf jeden Fall nicht.
Man hat natürlich dann schon einiges mehr an Untersuchungen und so, aber das haben ja andere Spielerinnen mit Sicherheit auch, wenn sie irgendwann an irgendwelchen Verletzungen hängen oder sonst irgendwas. Aber jetzt so grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass es mich mehr einschränkt als andere auch. Okay, Profispielerinnen haben oft einen bestimmten Ernährungsplan. Gibt es da was Spezielles für dich? Nee, also was Spezielles nicht. Natürlich achtet man auf gesunde Ernährung. Aber es ist natürlich schon auch so, dass man dann halt ja einmal die Woche oder einmal in zwei Wochen dann noch irgendwie so ein bisschen ja Bock auf eine Pizza oder sonst irgendwas hat. Das ah, okay. Normal, aber ansonsten ist überwiegend schon so, dass man sich gesund ernährt und da auch wirklich darauf achtet, wann man was isst und wie viel. Die Sarah Freutel von eurem Wettbewerb Duisburg, die jetzt am Wochenende 3 Tore geschossen hat, die hat eine Ernährungsberatung für die Mannschaft gemacht. Und die zum Beispiel empfiehlt, vor dem Spiel Datteln zu essen. Kennt ihr sowas? Ja, also klar, wir haben ganz, ganz viel Zeug in der Kabine dann liegen, also sei es Riegel oder Elektrolyte oder sonst irgendwas, und Datteln gehören auf jeden Fall auch dazu. Gehören dazu, ja. Das ist nämlich ganz interessant. Das dringt eigentlich gar nicht so durch. Ich habe das gesehen beim SC Sand zum Beispiel, wo ich am Spielfeldrand gestanden habe, dass da Datteln verteilt wurden. Dann hat es mir die Sarah Freude dann auch mal im Interview erzählt, dass man also damit doch einiges erreichen kann, ne? Den Blutzuckerspiegel kurzfristig mit den Ballaststoffen hochfahren. Ja, da hat sie auf jeden Fall recht. Ja, genau. Das wollte ich ganz gerne hören, wie andere Vereine oder andere Spielerinnen da umgehen. Und ich finde das ganz wichtig, ne? Früher hat man vielleicht ein Maß sich da irgendwo in die Tasche gepackt oder ein Snickers. Aber ihr macht das ja richtig nach einem gewissen Ernährungsplan und vielleicht auch ähnlichen Vorgaben. Ja, genau. Aber ich denke, dass es mittlerweile in jeder Mannschaft so ist, dass man da die Strukturen hat, sodass man da in diesem Bereich ganz gut aufgestellt ist. Okay, ganz interessant. Adriane, das ist wieder dein Part. Ja, gerne noch zum Ernährungsthema. Also ich glaube, dass da wirklich sich einiges getan hat im Frauenfußball in den letzten Jahren, dass sich die Mannschaften professionalisiert haben. Und klar, wenn man dann so die ganz großen Teams hat, wie Bayern in Deutschland oder Chelsea, Arsenal hier, dass da wirklich dann auch nochmal wahrscheinlich vertieft da auch noch mehr gemacht werden kann, natürlich auch wenn ein bisschen mehr Geld im Verein ist. Aber natürlich ist das, gehört das mit zu den Variablen dazu, dann alles aus den Spielerinnen rauszuholen. Aber zurück zu deiner Fußballerkarriere. Wir haben ja schon angesprochen, die verschiedenen Stationen, die du durchlaufen hast. Gibt es den einen Lieblingsmoment, den du da hattest oder vielleicht mehrere? Naja, natürlich schon auch die Meisterschaft, ne? Damals mit Bayern. Also hier hinten sieht man dann ein Foto, ne? Genau, das war auf jeden Fall schon so ein kleines oder großes Highlight in der Karriere, muss ich sagen. Das hat schon echt Spaß gemacht. Beim FC sind wir ja dann auch aufgestiegen noch von der zweiten in die erste Liga. Das war natürlich auch ein Highlight und sonst viele Kleinigkeiten einfach so, viele kleine Momente. Dann auch bei Bayern beispielsweise, wie man dann in Arsenal dann im Stadion gespielt hat, bei dem Emirates Cup und so, und dann halt kleine Trainingslager in Südtirol oder halt auch in Doha und so Zeugs, muss ich schon sagen. Aber es sind auch oft einfach Kleinigkeiten im Training, die man so als kleines Highlight dann auch anbringen kann. Also so das Highlight würde ich gar nicht irgendwie herausheben. Ich meine, in der Jugend war es ja dann auch so, dass man mal einen Länderpokal gewonnen hat oder mit dem DFB unterwegs war oder sonst irgendwas. Also da gibt es so einige kleine Highlights, würde ich mal behaupten. Von den Lieblingsmomenten zu der vielleicht nicht ganz so tollen Seite, was waren denn die größten Herausforderungen, die du auf dich nehmen musstest? Im Endeffekt nach Rückschlägen halt dann irgendwo auch wieder aufzustehen. Also wenn du halt dann irgendwie im Kader warst und dann halt doch nicht irgendwie gespielt hast oder
es dann geheißen hat, ja, du bist halt bei dem und dem Spiel dann dabei und dann halt doch nicht, was jetzt die erste Mannschaft bei Bayern angeht. Aber im Endeffekt, ja, es hört sich zwar blöd an und es ist immer so eine Floskel, aber ich finde, aus negativen Erlebnissen kann man dann schon auch einiges oder viel dann auch immer herausnehmen und sich dann halt im Endeffekt unterm Strich dann halt auch stärker zu machen. Da will ich gleich anknüpfen. Wie gehst du denn mit Erfolgen und Niederlagen persönlich um? Wenn jetzt hast du gegen Leipzig, habt ihr mal richtig was auf die Nuss gekriegt. Jetzt habt ihr am Wochenende unentschieden gespielt. War ein wichtiger Punkt. Wenn man auch gerne gewinnen möchte, auch klar. Das ist ja, ne, so eine Welle irgendwo, ne? Wie geht man damit um? Als Spieler, als persönlich. Und jetzt gerade nach Leipzig und so, das war natürlich schon sehr, sehr bitter. Aber der Spielverlauf war auch sehr, sehr bitter und man kann jetzt auch schon sagen, dass alle irgendwo im Endeffekt in Anführungszeichen versagt haben, aber sowas gehört dazu und im Endeffekt, ja, ist es dann so, dass du halt relativ schnell versuchst, es irgendwie abzuhaken, weil du kannst das so oder so nicht mehr ändern. Das Spiel in Meppen war dann natürlich auch relativ schnell, stand ja dann relativ schnell wieder auf dem Plan, sodass wir eigentlich versucht haben, am Mittwoch das dann, die Niederlage gegen Leipzig zu analysieren und dann hatten wir am Donnerstag frei und dann ging es ab Freitag dann auch wieder Vollgas Richtung Meppen. Von dem her persönlich war es dann einfach so, dass du relativ schnell das irgendwie abgehakt hast. Für dich selber natürlich reflektierst, was war jetzt ein bisschen gut oder was war ein bisschen arg schlecht. So von dem her, unterm Strich einfach so schnell wie möglich abhaken und weitermachen. Okay. Wieder Adriana. Gerade jetzt auch wieder wie gegen Leipzig trifft man ja dann immer wieder auf alte Bekannte, mit denen man schon zusammengespielt hat, wie in dem Fall Vanessa Fudala, Barbara Brecht. Wie ist es immer wieder? Also es ist ja immer so ein bisschen bittersweet, sag ich mal, dass man sich freut, die anderen zu sehen, aber dann auch auf dem Spiel dann gegeneinander spielen muss. Ja gut, da für die 90 Minuten blendet man das ja eigentlich dann komplett aus. Also man freut sich natürlich, viele Spielerinnen zu sehen. Das war jetzt ja nicht nur bei Leipzig so, sondern das ist ja eigentlich irgendwie in jedem Team so. Aber ja, wie gesagt, für 90 Minuten besteht dann keine Freundschaft, würde ich jetzt mal so behaupten. aber davor und danach natürlich dann. Also das ist jetzt nicht wirklich eine Hürde, würde ich mal sagen. Und Nein, Adriana, du. Noch von den Spielerinnen zu Trainerinnen oder Trainern insgesamt. Gab es da den oder die eine Trainerin, die dich besonders geprägt hat oder die besonders weitergeholfen hat auf deinem Weg? Naja, schon, ja. Viele, viele Trainer auch irgendwo in der Jugend, in der Auswahl, in der Baden-Württemberg-Auswahl, würde ich sagen, die haben einen schon sehr geprägt. Und dann natürlich halt irgendwie jeder Trainer oder jede Trainerin auch für sich. Einen großen Anteil hat natürlich auch Nathalie Bischoff, ne, wenn ich ewig oder sehr, sehr lang in der zweiten von Bayern dann gespielt habe, die mich natürlich dann auch in die Situation als Kapitänin und die in die Situation Verantwortung zu übernehmen dann auch reingedrückt hat. So wie das vielleicht jetzt der Trainer in Essen bei uns auch macht. Und ja, deswegen würde ich schon behaupten, dass sie so den Hauptanteil von meiner damaligen Entwicklung ab dem 18. Lebensjahr dann hatte. Jetzt bist du für viele junge Frauen, Mädchen, doch ein Vorbild, so wie du mit deiner Erkrankung umgegangen bist und umgehst, auch öffentlich das darstellst. Hast du Vorbilder, Idole aus dem Fußball, sei es männlich oder weiblich? Nee, so wirklich Idole, so wirklich ein oder zwei Idole habe ich und habe ich nicht, nee. Also ich habe viele Spieler oder Spielerinnen, die ich gut finde und persönlich sowie auf dem Platz. Und da würde ich jetzt sagen, dass ich bei der ein oder anderen Spielerin oder bei dem ein oder anderen Spieler mir so immer so ein paar Teile als Vorbild so rausziehe. Aber so das eine Idol habe ich nicht. Okay, aber jetzt würdest du vielleicht mal sagen, wo du sagst, Mensch, die Stärke von der und der Spielerin hätte ich auch ganz gerne. Aus der Bundesliga. Wolltest du da vielleicht mal einen Namen nennen? Oder möchtest du sagen, na, lieber nicht?
Nee, also ich glaube, ich möchte es nicht äußern. Nee. Ja, ist in Ordnung, kein Problem. Wenn du Ratschläge verteilen könntest, Empfehlungen, was würdest du jungen Mädchen, die Fußball spielen möchten, die vor der Idee stehen, ich möchte Fußball spielen, was würdest du denen für Ratschläge geben? Auf jeden Fall immer ganz, ganz viel Spaß am Fußball an sich haben und nie aufgeben, viel trainieren. Aber wie ich schon gesagt habe, einfach nie den Spaß daran verlieren, weil ohne Spaß macht es auch irgendwie gar keinen Sinn, weiterzumachen. Also auch im Profifußball brauchst du gewissen Spaß beim Training, denke ich nur mal, ne? Ja klar, das ist ja wie in einem normalen Beruf auch. Also wenn ich keine Lust habe, zu meinem Arbeitgeber zu gehen und um für ihn zu arbeiten, dann macht es ja auch keinen Sinn, dort zu bleiben. Habt ihr denn auch so irgendwelche so Spielchen im Training, so jung gegen alt oder blau gegen rot oder blond gegen dunkel? Ich weiß es nicht, habt ihr sowas? Ja, also meistens im Abschlusstraining dann, jung gegen alt. Und dann ist ja das Ausschießen immer ganz oben mit dabei und dann battelt man sich ja schon. Und wer gewinnt am meisten dann? Ja, also 9 von 10 Mal gewinnt natürlich alt. Ah ja, okay. Okay. Adriana, bitte. Wir haben vorher noch schon mal so ein bisschen angesprochen, dass was sich alles momentan so im Frauenfußball tut, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Wie fühlt sich das denn an, so Teil von diesem ganzen, dieser ganzen Entwicklung zu sein und das miterleben zu können? Wie viel bekommt oder beziehungsweise wie viel bekommt man davon dann auch mit persönlich? Also man bekommt schon einiges mit, weil natürlich auch irgendwie jetzt Magenta natürlich alles überträgt, schon seit Jahren und viele Spiele, die Champions League, also die Frauen-Champions League dann irgendwie auf DAZN kommt oder einige Spiele jetzt auch im Pokal dann auf Sky übertragen werden und so. Also die TV-Präsenz ist auf jeden Fall mehr vorhanden. Und die Zuschaueranzahl, die ist jetzt natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Also da gibt es dann schon, das hat ja jeder dann irgendwie mitbekommen, dass viel mehr Zuschauer dann ins Stadion kommen oder sonst irgendwie. Also das bekommt man auf jeden Fall mit und man ist natürlich irgendwo auch froh und dankbar, dass man den Prozess dann natürlich auch prägen und miterleben darf. Gerade jetzt im Hinblick mit der WM in Australien und Neuseeland, was hast du für Pläne? Versuchst du möglichst viele Spiele anzuschauen, Deutschland natürlich da anzufeuern? Wie sieht das gerade bei dir aus? Ja, ich habe natürlich Bock, so viel wie möglich Spiele zu schauen. Ist natürlich auch die Frage dann mit der Zeitumstellung, was denn alles auch unterm Strich dann wirklich möglich sein wird. Wie siehst du denn die Chancen unserer deutschen Mannschaft bei der WM dieses Jahr? Ja, dadurch, dass die Europameisterschaft ja ganz gut lief, würde ich schon sagen, dass Deutschland so mit zu den, das muss ich überlegen, schon mit zu den 5 besten Mannschaften gehört. Die Frage ist halt natürlich immer, wie verläuft ein Turnier, wie viele gesunde Spielerinnen, wie viele verletzte Spielerinnen habe ich. Es ist natürlich dann irgendwo halt auch eine Momentaufnahme. Ja? Es geht ja dann nur auch um 6 Wochen oder so, aber ich glaube schon, dass Deutschland eine gute Chance hat, da was mitzunehmen. Welche Möglichkeiten räumst du anderen Mannschaften ein? Naja, ich glaube, dass man auf jeden Fall mit der USA auf jeden Fall planen kann. Das ist ja schon immer eine krasse Turniermannschaft, würde ich mal behaupten. Dann finde ich Frankreich immer sehr, sehr gut. Ich meine, England hat mir jetzt ja auch gesehen, durch das, dass sie die EM gewonnen haben. Und Schweden finde ich in der Tat auch sehr, sehr interessant. Ja, wobei Frankreich natürlich und auch Kanada diesen Protest hatten. Das lässt sich, nehme ich an, auch ein bisschen auswirken, oder? Ja, in Frankreich ist es ja schon so, dass ja die 3 Spielerinnen zurücktreten wollten oder wollen. Ich weiß gerade den aktuellen Stand nicht. Ist natürlich dann auch entscheidend, ob die 3 Spielerinnen dabei sein werden oder nicht. Muss man natürlich schon auch sagen. Ja. Adriana? Gerade bei solchen Sachen wie diesen Protesten und
jetzt auch, ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast, diese Visit Saudi-Werbung und alles, wie siehst du, dass es relativ viel über andere Dinge geht, sage ich mal, als den Fußball an sich. Nicht nur international, aber auch zum Teil auch in der Frauenbundesliga. Ja, ich kann es jetzt nur daran messen, dass ja die deutschen Männer jetzt in Katar ja so, ja, nicht gut abgeschnitten haben. Da war natürlich ja auch das Thema, dass es viel um die Sachen drumherum ging und dass es da weniger um Fußball ging, was ja die Männer dann irgendwo auch im Nachhinein gesagt haben. Weiß nicht, ob, also man kann natürlich mit dem Fußball viele Menschen und erreichen und viel auch die Themen irgendwie ansprechen, aber in meinen Augen war das halt gerade bei der WM dann so ein bisschen too much. Man muss halt so immer ein gutes Mittelmaß irgendwie für sowas finden. Und in der Frauenbundesliga jetzt gerade in Deutschland sind jetzt diese Themen, die jetzt gerade da bei der WM irgendwie waren jetzt da nicht so präsent. Natürlich, weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber es sind natürlich schon auch viele Themen, die dann angeschnitten werden. Die werden natürlich dann auch vor dem Spieltag oder während des Spieltags dann auch mit einbezogen, aber ja, jetzt so häufig oder so, ja, präsent, wie gesagt, wie bei der WM war es, also ist jetzt noch nichts gewesen, sage ich jetzt mal. Jetzt haben wir gerade schon über die EM gesprochen, ein bisschen angeschnitten, Erfolge der deutschen Mannschaft, der englischen Mannschaft. Da ist ja ein Prozess in den Gang gekommen, mit mehr Zuschauern, mehr Sichtbarkeit und so weiter. Wie siehst du die Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland und auch vielleicht weltweit in Zukunft? Ja, wenn es so weitergeht, dann bin ich natürlich sehr positiv gestimmt. Oh. Ja, ich denke mal, du wirst da auch etwas merken, dass du mehr Aufmerksamkeit bekommst, dass Anfragen mehrere kommen für Interviews oder Autogramme. Ja, das hat sich natürlich dann über die Jahre schon gehäuft und immer mehr geworden. Also das stimmt schon. Die Entwicklung kann man schon auch sehen. Aber da bin ich jetzt natürlich eine Spielerin, die eine von vielen ist. Ich glaube, dass eine Spielerin wie jetzt eine Sarah Debrez oder eine Julie gewinnen, natürlich dann, dass sie das natürlich extrem merken. Oder extrem mehr merken. Ja, gut. Weil sie auch in entsprechenden Vereinen vielleicht spielen. Aber wir sind ja heute bei SGS Essen. Und das ist uns ja ganz wichtig und darüber sprechen wir mehr oder weniger oder über dich und den Verein. Vielleicht zum Abschluss, ich weiß nicht, Adriana, hast du noch eine Frage? Ja, gerne, wenn wir wieder mehr zu Richtung SGS Essen kommen und Anja Pflüger, dann vielleicht noch, also was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, als wir zusammengespielt haben, war diese Ruhe, die du immer am Ball hattest, vor allen Dingen eben weil du im Zentrum gespielt hast, braucht man das natürlich auch, um immer den Überblick über Gegner und das Spiel zu haben. Würdest du auch sagen, dass das mit deine größte Stärke auf dem Spielfeld ist? Ja, auf jeden Fall einer der größten Stärken, die ich habe, ja. Relativ viel Ruhe auszustrahlen und halt so ein bisschen Struktur reinzubringen, eine Mannschaft zu führen und genau, also das hast du schon sehr gut ausgedrückt. Würde ich schon als die Stärke von mir sagen, ja. Ich glaube, also ich bin aber auch für die Mädels dann irgendwo auch im Training oder halt neben dem Platz dann auch irgendwie da. Genau, nicht auch. Ja, die Elisa Senz zum Beispiel, die hat bei Verletzungen hat sie dann geholfen, weil sie ja medizinisch ein bisschen vorbelastet ist. Was machst du denn als Führungskraft mit jüngeren Spielerinnen? Naja, ich habe schon irgendwie so immer gute Laune und bring mal den einen oder anderen Witz, sodass es halt auch nicht immer so ganz streng ist, würde ich mal sagen. Man darf natürlich den Fokus nicht verlieren und in richtigen Momenten muss man natürlich auch dann
ja, dahinter stehen und halt auch, wie gesagt, Leistung bringen. Aber ich finde, es muss auch mal der ein oder andere Spaß dann dabei sein. Selbstverständlich, ne? So mal ab und zu mal einen Spruch rein, auch mal gegenüber dem Trainer, oder ist er eine absolute Respektsperson? Nee, er ist schon die Respektperson. Wenn dann mal irgendwie eine Aussage oder ein Witz oder so kommt, dann ist es in der Tat halt vorm Training. Aber während des Trainings kommt da zum Trainer eigentlich gar nichts. Ja, ja, ist in Ordnung. Klar. Jetzt zum Abschluss, wir sind schon bald fortgeschritten. Wenn du 3 Wünsche frei hättest, privat, für den Frauenfußball, egal, heute ist Weltfrauentag zum Beispiel, wenn du 3 Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen? Also meinst du jetzt für den Frauenfußball oder allgemein? Allgemein für den Frauenfußball, kannst du dir jetzt aussuchen. Ja, Adri, vielleicht kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen. Was würdest du dir denn wünschen? Ach, gute Frage. Das, ich meine, das kann man auf so vielen Leveln, sage ich mal, sehen. Aber ich meine, klar, wenn man für den Frauenfußball jetzt da schaut, schon, dass er insgesamt in der ganzen Bevölkerung diese Anerkennung erhält, die er verdient, und nicht die ganze Zeit mit dem Männerfußball verglichen wird auf der Ebene, da kommt ihr sowieso nie hin, sondern Frauenfußball als oder Frauen- und Männerfußball als das mit die eigenen Stärken von beiden Sparten sehen. Ja, sehe ich auch so, auf jeden Fall als Frauen sich halt irgendwie immer sich nicht unterkriegen lassen und immer auch an seine Stärken zu glauben. Weil manchmal wird es ja schon auch, ja, ich will nicht sagen, so ein bisschen runtergespielt, aber ich finde, da sollte man auch nicht zwischen Frauen und Männern unterscheiden. Bei Männern, also, ist es irgendwo auch so, ne? Also, man kann nicht immer sagen, so, die Frauen hier und da und bla, 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 aber bei den Männern ist das genauso. Deswegen sollte man einfach bei beiden Geschlechtern sagen, dass man sich nicht unterkriegen soll und einfach immer, ja, wie gesagt, Spaß dran haben soll und weitermachen soll. Ja, und da muss ich wünschte mir mehr Respekt und Anerkennung für eure Leistung. Wirklich. Ihr habt unwahrscheinlich intensives Training in der Vorbereitung, während der Saison. Ihr habt einen großen Aufwand für Training, für die Spiele. Das muss anerkannt werden. Ihr seid technisch und taktisch unglaublich stark geworden. Auch das muss man, denke ich mal, viel mehr wertschätzen. Das wäre jetzt zum Beispiel mein Wunsch, dass da wirklich diese ewig Nörgler auf den Sportplatz kommen, sich das mal angucken und sich überzeugen lassen, dass Geschwindigkeit, Technik enorm zugenommen haben bei euch. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, das muss man, das sollte man so sehen. Weil alles andere sind einfach nur irgendwelche plumpen Aussagen, wie Spiele, die man zitiert von 1849. Da hat mal jemand verloren, Neuseeland gegen eine B-Jugend oder D-Jugend. Das macht man nicht, das soll nicht sein. Ne? Adriana, du noch zum Abschluss etwas, dann müssen wir zum Schluss machen. Sonst bin ich gerade wunschlos glücklich. Bist du wunschlos glücklich? Ja. Anja, hast du an uns eine Frage oder an die Adriana? Studierst du denn eigentlich? ich studiere gerade internationaler Sportjournalismus und deswegen habe ich auch auf diesem Weg meinen Weg in die Gruppe von Klaus gefunden und da vor allen Dingen natürlich im Frauenfußball da auch so ein bisschen eben auch Aufmerksamkeit, mehr Anerkennung, da ein bisschen meinen Beitrag leisten zu können und ja, und sich auch ein bisschen neue Kultur hier in London kennenzulernen. Sehr cool. Ja, und dann haben wir unseren Fan-Talk noch, ne? Also wir haben einiges. Wir haben unsere Gruppe, Facebook-Gruppe, wo Adriana dabei ist, den Fan-Talk. Und heute ist er dabei bei Klaus Trifft Frauenfußball. Also da, ich versuche also einiges zurückzugeben an den Frauenfußball, weil ich sag mal, ich habe sehr viel profitiert durch Sport und Fußball. Sieht man heute nicht mehr so, aber es ist so.
Deswegen, also auch, ich habe auch einen Trainer zum Beispiel gehabt, der unwahrscheinlich mir die Rücken gedeckt hat, der mich gefördert hat damals. Ohne den wäre ich niemals so weit gekommen in meiner sportlichen, ja, ich sag mal, kleinen Laufbahn. Und jetzt gebe ich halt ein bisschen was zurück, ne? Und ein bisschen Anerkennung auch für den Frauenfußball. Gut, dann hören wir an dieser Stelle vielleicht auf, wenn niemand mehr was dazu beitragen möchte. Anja, vielen herzlichen Dank für die Teilnahme an dem kleinen Talk. Ich hoffe, die Überraschung ist geglückt mit der Adriana. Habt ihr euch mal wieder gesehen? Wie lange habt ihr euch schon nicht mehr gesehen oder gehört? Gute Frage. Ich glaube, schon 2-3 Jahre sowas. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist schon ein bisschen her. Gut. Okay, ich hoffe, es war gut. Ich habe ja immer so eine kleine Idee, jemanden zu überraschen, und ich hoffe, es ist gelungen. Danke, Anja, für deine Teilnahme nochmal und für ein offenes Gespräch. Ich schalte jetzt aus und du bleibst bitte noch kurz drinnen. Ja? Ja. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, und finde es gut, dass es so Menschen wie dich oder so Gruppen wie euch gibt, die den Frauenfußball natürlich auch unterstützen. Dankeschön für das Kompliment.